So, hallo, heute bin ich hier in Hamburg-Billstedt. Ich stehe vor einem sehr historischen Ort. Ich weiß nicht, ob er mich so gut hört, deswegen bleibe ich hier nicht ganz so lange. Hier stand auf jeden Fall die Spökelburg, die mindestens genauso alt war wie die Hammerburg tatsächlich. Das Gebäude, was wir jetzt sehen, ist von 1865. Das wurde später gebaut und so viel nur kurz dazu. Deswegen mache ich nur einmal einen kleinen Schwenker, dass man mal so ein bisschen was sieht. Hier zum Beispiel. Ich gehe mal ein bisschen nach da. Da genau. Sieht man so ein bisschen noch den Erdwall. Der stammt nämlich auch noch aus dem 9. Jahrhundert. Das wollte ich euch schon mal zeigen und dafür dann gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Jetzt kommt nämlich ein Lastwagen, man hört überhaupt nicht, was gesagt. Habt ihr euch gehört? Lalala. Nein, habt ihr nicht. Hier zum Beispiel sieht man noch mal sehr schön den Erdwall, der aus dem 9. Jahrhundert stammt. So, ich habe jetzt meinen Standort gewechselt und bin jetzt ein bisschen in die kleine Straße reingegangen. Hier ist es auch ein bisschen ruhiger. Und hier kann ich auch ein bisschen mehr erzählen, denn Billstedt an sich ist nicht sehr alt. Der Stadtteil bzw. der Ort ist ein Zusammenschluss aus drei verschiedenen Dörfern, Schiffbeck und Kirchsteinbeck und Öhendorf. Und diese drei Dörfer sind tatsächlich sehr alt. Man könnte sogar sagen, dass, wie gesagt, Schiffbeck tatsächlich sogar aus dem 9. Jahrhundert stammt, denn hier, wie gesagt, stand die Spökelburg, die auch Schiffbecker Burg oder Schlemerburg genannt worden sind. Und Billstedt hat seinen Namen von der Bille, die hinter dem Haus unten verläuft und bis runter zur Elbe geht. Billstedt ist erst 1928 zusammengeschlossen worden, also aus diesen drei Dörfern. Und 1938 dann mit nach Hamburg eingegliedert worden als Stadtteil. Vorher gehörte das hier alles noch zu Preußen. Das Spannende an dieser Spökelburg ist tatsächlich, dass es von hier etwas weniger als 15 Kilometer sind, die Elbe runter. Und die wurde damals als Palisadenburg aufgebaut. Das heißt also, sie wurde zum Schutz des Handelsweges hier aufgebaut, der auch die Hammerburg schützen sollte und auch den Handelsweg an sich. Diese Burg wurde dann tatsächlich von den Hamburger Truppen geschliffen oder geschleift, wie man so schön sagt. Denn wie war das damals noch? Was habe ich noch erzählt in der anderen Führung? Genau, es gab diesen schönen Freibrief und es durfte im Umkreis von 15 Kilometern keine weitere Burg stehen. Dementsprechend musste leider die Spökelburg dran glauben und wurde dann einfach schön geschleift oder geschliffen, wie man sagt. Ich bin jetzt ein kleines Stückchen weitergegangen und stehe jetzt in der Märchensiedlung am Goldeselstieg-Ecke Drosselbadweg. Ich bin auch schon den Froschkönigweg hochgegangen, alles sehr niedliche Namen. Eigentlich, wo ich hier stehe, war hier eigentlich früher gar nichts, denn hier war die Feldmark von Schiffbeck. Hier waren Wiesen, Äcker, Felder, alles nur keine Straßen, Straßen auch nicht. Also doch Straßen schon, aber keine Häuser. Erst in den 1920er Jahren fing es an, dass man hier diese Gegend besiedelt hat und daraus sind sehr, sehr viele kleine Siedlungen entstanden. Also es fing an meistens mit Kleingartensiedlungen und endete damit, dass es hier verschiedene Orte gibt. Zum Beispiel es gibt auch die Vogelsiedlung, da haben die Straßennamen alles Vogelnamen oder hier sind das alles Märchennamen. Und diese kleinen Siedlungen sind auch der Grund dafür, dass tatsächlich Billstedt genauso viele Einzelhäuser hat wie Blankenese. Und man kann auch hier sehr schön den Kontrast sehen, denn ich stehe hier in dieser sehr idyllischen kleinen Straße und hier hinten sind auch schon ein paar Hochhäuser zu sehen. Und das sind immer diese großen Kontraste hier im Bildschirm und das vergisst man manchmal leider, weil man einfach nur die hohen Häuser sieht, dass es hier auch sehr schön ruhig sein kann und sehr idyllisch, denn wie ihr seht, hier ist nichts los und die Sonne brennt mir auf dem Pelz. Und es ist wirklich sehr ordentlich hier und sehr gepflegt. Die Leute geben sich Mühe.